Eine der Voraussetzungen ist, dass diese Gärten wenig bis gar nichts kosten. Und wir hatten nach zweimal Skypen den Entschluss gefasst und letztes Jahr innerhalb von einer Woche einen oktogonalen Garten mit 33 Meter Diagonale angelegt zum Kostensatz von 0 Euro. Und haben das Ganze gemacht im Rahmen einer Abenteuer-Erlebniswoche mit Kindern und Jugendlichen, teilweise mit den Eltern. Und ich kann das nur bestätigen, es kommen plötzlich Leute auf unseren Platz, die vorher eine Bogenrundung gemacht haben, weil wir halt so komisch sind. Die kommen jetzt wegen einem Garten und überwinden ihre Scheu. Ja, genau. Und nachdem ich ja Dinge gerne in viel Worte packe und es eine große Kunst ist, wenig Worte zu machen, dafür wegen der Musik dazu habe ich ein Lied geschrieben. Und das passt halt einfach drum, obwohl es nicht geplant ist. Ich will es zum Besten. Ich habe schon eine Zeit lang nicht mehr gespielt, aber schauen wir mal. Wir haben eine Permakultur, schau gern beim Boxen zu. Permakultur, es kriegen die noch einer durch. Permakultur, Natur sperrt niemals zu. Und wenn wir fleißig vor Büdel sind, hat die ganze Menschheit nur. Und wenn wir fleißig weiter tun, gibt die Nahrungsmittelmafia eine Ruhe. Ich setz so gern was ein, vom Radiesel bis zum Wein. Und wenn es dann so austreibt, seh von mir ins Herz rein. Ich bin ein gewandter Bub, aber lieb für die Natur. Und wenn ich alles so wachsen seh, dann spür ich Gesundheit pur. In unserer Permakultur, schau gern beim Wachsen zu. Permakultur, es kriegen die noch einer durch. Permakultur, Natur sperrt niemals zu. Und wenn wir fleißig vor Büdel sind, hat die ganze Menschheit nur. Und wenn wir einfach weiter, dann gibt die Nahrungsmittelmafia Ruhe. Ein gutes Saatgut muss daher, das zum Kaufen ist nicht schwer. Denn weil Monsanto jeder kennt, kauft das Zeug laut keiner mehr. Wir bestellen alle Wacker, unsere Föder und ein Acker. Und weil es so leicht zum Ernten ist, ernten wir von früh bis spät und hauen uns die Bomben voll in unserer Permakultur. Schau gern beim Boxen zu. Permakultur, es kriegen die noch einer durch. Permakultur, Natur sperrt niemals zu. Und wenn wir fleißig weiter tun, hat die ganze Menschheit nur. Und wenn wir fleißig vor Büdel sind, gibt die Nahrungsmittelmafia Ruhe. Vielen herzlichen Dank.